Justin Schütz. Keine Übergabe, Justin Schütz. Nachschuss für Blum. Einmal, zweimal. Der dritte von Street. Und dann ist es Justin Schütz. Servus, Justin Schütz von den Red Bulls hier. Und ich erkläre euch jetzt nochmal unseren Weg ins Halbfinale der Champions Hockey League. Ja, im ersten Spiel gegen Bojens haben wir in Dänemark 5-1 gewonnen. Ich habe das Spiel leider nicht mitgespielt, aber ich kann mich noch gut erinnern. Da war ich gerade in Salzburg und habe mir das Spiel angeschaut vom Fernseher. Ich glaube, da haben sich die Jungs vor am Anfang relativ schwer getan, aber dann im dritten Drittel nochmal aufgedreht und dann haben wir so souverän 5-1 gewonnen. Dann das zweite Spiel war dann in Rögle. Kann ich mich auch noch gut erinnern, dass wir da ein super Eishockeyspiel gemacht haben, also von beiden Mannschaften, und dann ganz, ganz unglücklich kurz vor Schluss da erst noch das 3-3 kassiert haben und dann noch per Penalty das 4-3, paar Sekunden vor Schluss. Es war schon sehr bitter für die Jungs, aber ja, so ist das Eishockey. Dann hatten wir gegen die beiden Mannschaften Bojens und Rögle die Spiele zu Hause. Gegen Bojens gab es ein souveränes 6-2. Ich glaube, es war ziemlich eindeutig. Und gegen Rögle haben wir 2-1 gewonnen. Es war auf jeden Fall auch wieder ein sehr spannendes Spiel, super Eishockeyspiel. Und ja, da waren ganz wichtige 3 Punkte. Dann kamen die Spiele gegen Zug, wo wir zu Hause, ich glaube, hätten wir gewonnen, wären wir dann ins Achtelfinale reingekommen. Haben dann aber wieder kurz vor Schluss ein dummes Gegentor kassiert, haben uns wieder 3 Punkte gekostet. Ja, es hat die Jungs schon getroffen, aber ich glaube, da haben wir dann die ganze Wut mitgenommen nach Zug und haben dann 6-1 dort gewonnen und sind souverän ins Achtelfinale eingezogen, was meiner Meinung nach eines unserer besten Spiele dieser Saison war. Ja, dann hatten wir unsere Achtelfinalspiele gegen Fribourg. Ich denke wieder, ich glaube, ich weiß nicht, die Schweizer, da vor allem im ersten Drittel, war immer brutal schwer. Aber dann haben wir in Fribourg auch wieder ein super Eishockeyspiel gemacht und 4-2 gewonnen. Waren die Jungs auf jeden Fall super drauf, aber wir wussten, das Rückspiel zu Hause wird definitiv nicht leicht. Dann lagen wir auch 2-0 hinten, glaube ich, und haben das Spiel noch gedreht im letzten Drittel 3-2 und sind dann auch wieder souverän weitergekommen ins Viertelfinale. Ja, und dann kamen unsere Viertelfinalspiele gegen Rauma. Ja, die waren einfach läuferisch brutal. Also ich denke, in Rauma haben wir auch uns sehr, sehr schwer getan. Auch sehr gut, dass wir dann im dritten Drittel nochmal zurückgekommen sind und 2-2 ist es dann ausgegangen. Und dann auch wieder hier zu Hause, vor allem im ersten Drittel, haben uns wieder brutal schwer getan. Sind nicht so wirklich mitgekommen mit denen läuferisch und die haben sehr viele Chancen gehabt, wo uns Danny brutal im Spiel gehalten hat. Und dann haben wir aber unser Spiel einfach durchgezogen, dann ging es in die Verlängerung und ja, dann ging das Ding irgendwie über die Linie. Und vor allem für mich war das ein super Gefühl, irgendwie die Jungs jetzt hier ins Halbfinale zu schießen. Viele Nachrichten bekommen danach, war ein super Gefühl und ja, ich glaube, alle sind froh und jetzt wollen wir auch ins Finale kommen. Ja, nächsten Spiele sind dann Halbfinale gegen Tappara. Ja, auch wieder eine finnische Mannschaft. Wir wissen jetzt, die Finnen laufen brutal, die sind brutal läuferisch. Ich denke, da erwarten uns ähnliche Spiele wie gegen Rauma. Vielleicht noch ein bisschen schwerer, die sind nicht umsonst im Halbfinale, aber ich denke, auch wie gegen Rauma haben wir gesehen, ab dem zweiten Drittel haben wir unser Spiel gespielt und wenn wir das machen, dann können wir auch die Spiele gewinnen und ich glaube, jeder will von uns ins Finale, deswegen denke ich, wir schaffen das auch.